Diddy Kong. Racing. Diddy Kong. Racing. Diddy Kong. Racing. Diddy Kong. Zwei. Nein, das ist nicht Diddy Kong 2. Nee, stimmt. So, wir sind zurück in der sehr schweren Welt und ich habe einen. Hast du schon wieder angefangen, ohne Bescheid zu sagen? Ja, der Diddy Kong Racing Song ist auch mit drauf. Also. Hoffentlich. Ja, ja. Ja, okay. Ich krieg keine Connection. Ich bin nicht. Ach so, du bist keine. Ich bin nicht re-grid-grid-nit. Reconnect, Moment. Erst mache ich hier den Spaß-Vortänzer nach. Re-Christmas-Dit. Hätte ich nicht, was ich sagen wollte. Wir werden heute noch Tank 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 spielen. Die Freude ist auf beiden Seiten exorbitant. Sowohl bei uns als auch bei Tank Tank Tank. Ja, ja, es hat geklappt. Ups. Und jetzt habe ich eine Überraschung für dich. Machst du ein bisschen. Oh, hast du? Du bist gut. Ich bin im Kong College. Ich habe. Du bist dran. Geh mal nach ganz links. Ich habe nach diesem Desaster vom Game Over letztes Mal das ist ganz nicht gut. Nur ganz links durchgespielt, das erste, sondern auch die Haunted Hall. Das war diese schlimme Loren mit den Geistern. Ah, ja. Und ich habe es ohne Witz beim allerersten Mal geschafft. Ohne einmal zu sterben. Und sogar Leute mit den Geheimräumen. Aber wir müssen jetzt nochmal das Level da drunter machen, weil das musste ich auch noch spielen. Das hier? Ja, aber das haben wir noch nicht gesehen. Ach so. Damit ich zum Kong College komme. Ich hätte natürlich auch einfach Pause machen können. Und guck mal rechts oben. Hast du gesehen? Nee. Drück mal Pause. Start. Kann man nicht sehen. Siehst du gleich, wenn wir sterben. Sterbe crazy. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das HUD anzeigen. Jetzt darf ich wieder nicht. Das ist mir recht. Oh, da ist ein Tier. Auch nicht er. Wieder. Mike oder wie hieß der? Radley oder so. Gar nicht Mike. Hier ist nämlich so Wind. Der Wind verändert sich sehr schnell hier. Mike Shinoda, kennst du den? Ja, das ist der Rapper, in Anführungszeichen, von Linkin Park. Wieso denn in Anführungszeichen? Wieso hast du, wieso hat er den gegessen? Was war denn da? Oder Hunger. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht schwerer mit der scheiß Schlange ist. Ich lehne mich mal ein bisschen zurück. Hui! Das ist ja ein Level für mich. Ja, ne? Wird das von dem Ort getriggert, an dem du dich befindest? Ja. Ja, das ist doch ganz gut. Aber es ist manchmal trotzdem etwas unkalkulierbar. Und das hier ist der merkwürdigste Abschnitt im Spiel. Der ist nämlich mega lang und immer nur so. Man denkt irgendwie, man ist in so einem Rätselhaus, wo man im Kreis läuft. Aber man ist weder in einem Haus, dann ist es offensichtlich draußen. Noch läuft man im Kreis, denn es ist von links nach rechts 2D. Aber darüber hinaus ist es auch noch so, dass es gar kein Rätsel ist. Weil es geht einfach nur stumpf nach vorne. Also alles, was man sich überlegt, ist falsch. Wow, was ist denn da los? Ah, du musst A drücken. Ja. Ich finde das klar. Soll ich einfach die scheiß Schlange hier stehen lassen? Ich weiß nicht, was soll denn das? Der Wind kann da nicht jetzt immer. Oh. Guck mal jetzt um! Wie hast du das denn gemacht? Ich bin der on a Rampage gewesen. Man kann sogar mehr als 99 Leben sammeln, habe ich festgestellt. Ja, aber wie hast du das gemacht? Ich habe irgendwie 10-mal das erste Level durchgespielt. Oder mehr häufiger. Man kriegt bei jedem Mal durchspielen, kriegt man irgendwie 6 oder 7 Leben im ersten Level. Oh. Damit müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Und 64 Münzis. Ja, auch das. Ich hoffe, Dark Icarus nimmt uns das nicht übel. Er hat auch keine Chance gegen uns. Jetzt nicht mehr. Komm her. Ich weiß nicht, ob es mit der Schlange so eine gute Idee ist. Ich erinnere mich auch gar nicht, die Schlange gehabt zu haben in dem Level. Wahrscheinlich habe ich sie einfach nicht entdeckt letztes Mal. Oh. Power! Das war ja eine seltsame Geschichte.
Kann ich da absteigen? Ja, mit X. Oh. Oh nee, das mysteriöse Haus. Ich finde die Bezeichnung Haus irgendwie unfassend. Und so richtig mysteriös finde ich das auch nicht, das ist einfach nur... Das hab ich doch eben schon gesagt. Ja, aber das, ich finde auch, das ist einfach... Das Einzige, was ich davon stehen lassen kann, ist das. Und das Oh nein kann ich vielleicht auch noch grob nachvollziehen. Wobei, nach deinen komischen Ausführungen eben, habe ich mir das auch viel länger und schlimmer vorgestellt. Ich glaube, das kommt nochmal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht irre ich mich auch einfach komplett. Ha! Die Schlange ist noch da! Ja, ja. Aber dann, die ist doch jetzt gleich weg. Nee, nee, da ist Bono so. Hätte ich dir hochschmeißen können. Hättest du, aber du warst tot. Ich kann es nicht wegdrücken. Ich wäre ja vielleicht nicht gestorben, wenn ich die Schlange nicht gehabt hätte. Gut, die hatte ich noch nicht mal. Weil ich die Schlange nicht hatte. Das war gar nicht so einfach und ich sah gut aus. Ja, aber das haben die Zuschauer nicht gesehen. Wie Emma Watson. Verstehst du, du hast das Leben in die Luft gejagt, es ist weg. Der Wind! Da kam der Wind! Das war sehr lustig. Und ein bisschen blöd. Hast du das gesehen? Ja, mit vollen beiden Augen. Ach. Hast du das gesehen? Guck mal. Ja. It's some kind of seizure. Ich hab meine Probleme. Ich hab das Level ja schon mal geschafft. Ach nee, ey. Ich hab mir in die Nase gebissen. Und jetzt auch noch ohne Schlangenmann. Das war alles kein Problem bisher. Mike die Schlange. Mike Shinoba. Ich wollte in zwei Hälften, drei Hälften sozusagen zerschlitzt. es ist ein. Das sieht sehr gruselig aus mit dem Baum da. Ich sag dir das, als ich hier alleine saß, das war. Mein Dad hätte gedacht, ich bin direkt aus Japan importiert. Gleich sind wir Game Over. Oh Gott. Soll ich den Schlangentypen holen? Nein. Ich glaube, der Schlangentype hilft uns gar nicht. Bringt uns halt Leben am Ende, wenn wir ihn durchbringen. Aber warum? Nee. Das Bonuslevel haben wir jetzt ja schon. Oh Gott. Das ist eine schwere Stelle hier. Jetzt auf ihn rauf. Ach, auf den kann ich nur mit Schlange? Das war mir... Also ja, der hat Stacheln auf dem Rücken. Aber die Schlange hat auch... Aber eine Lederhaut. Wir könnten einfach ein Level weiter. Deswegen macht man ja auch aus den Schlangen Leder. Damit man dann... Damit man auf Stachelschwein hüpfen kann. Mit den Schuhen, die daraus entstehen. Ja, genau. Schlangenleder. Echtes Schlangenleder. Zum Stachelschwein springen. Du könntest mit mir oder mich den Stachelschwein ins Gesicht werfen. Jetzt habe ich hier aber niemanden zum Aufmachen. Ist egal, da ist nur das Kong drin. Das war mal elegant. Treffer. Boah. Jetzt bist du auch mal endlich in dem mysteriösen Haus. Gesundheit. Danke. Wir sind nicht bei mir. Es gibt hier keine Katzen. Aber ich habe eine leichte... Allergie gegen mich. Vielleicht bist du das auch. Aber... Nee, das glaube ich nicht. Obwohl, wenn wir bei dir sind, ist da ja mehr von dir. Also sozusagen noch deinen vergangenen ganzen Hautschuppen sind. Was? 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 Wind hat gedreht. Oh, das wäre... Werden die jetzt alle so doof? Ja. Aber wir sind auch fast durch. Also wir haben doch noch nicht mehr beim Speicher was. Doch, aber da bist du davor in den Abgrund gehüpft. Oh! Damit hätte ich nicht gerechnet.
Wieso, was ist, machst du denn da? Lass es drin. Na, wir brauchen dringend Leben. Also habe ich die Wurfbahn so perfekt drauf. Oh Mann, gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Ja. Als ich das hier alleine gespielt habe, habe ich das nicht beim ersten Mal geschafft. Ich habe durchaus einige Leben verloren. Aber nicht im ersten Teil des Levels. Soll ich vielleicht noch ein drittes Bier holen? Glaub nicht. Nee. Schon nach 4? Schon rechtfertigen? Nein. Oh Mann, ich habe auf die Uhr geguckt! Wirklich! Na, dann kam jetzt ja kurz Gelegenheit. Ah, scheiße. Wir brauchen mehr motivierende Spiele für Leute ohne Skills. Minesweeper. Ja, das können wir mal spielen. Aber wir spielen noch keine PC-Spiele. Da gibt es das auch als. Für Wii U. Haben wir es zur Umsetzung ausgefragt, damit sie endlich mal Software haben. Na, das ist ja schon ein bisschen kritisch jetzt, ne? Ja. Oh Gott, der Wind! Ohne diesen Wind. Das ist das Konzept des Levels. Och man, das ist doch schon wieder zum Zugucken so scheiße. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, ist vorbei. Ja, ich habe nämlich auch durch meinen leichten Kater leichte Kopfschmerzen und deswegen habe ich jetzt das Bier geholt. Du hast mich getötet. Das macht nichts. Ach so, Bier gegen Kopfschmerzen. Mhm. Im Volks. Das ist denn nicht. Das ist es, ich bin nicht. Im Volksmund auch? Im Volks. Im Volksradio auch Konterbier genannt. Volksempfänger, das wollte ich sagen. Wir haben nur noch 91 Leben. Guck mal, er hört nicht mehr auf. Er hat jetzt Blut geleckt. Geknabbert. Habe ich schon erzählt, was es bei meiner Familie Heiligabend zu essen geben wird? Nein. Möchtest du es wissen? Ja. Gibt es da nicht immer dasselbe? Nein. Habt ihr nicht so Traditionsessen? Nein. Ich bin ja tatsächlich ein, ich würde jetzt nicht sagen großer Freund, ich sag mal Freundchen von tatsächlich Kartoffelsalat und Würstchen. So ganz spartanisch an Heiligabend. Ich dachte immer, dass wir Silvester, aber es gibt Essen auch viele zu Heiligabend, ne? Ja, eigentlich ist ja Heiligabend ganz traditionell nicht das dicke Mega-Mahl, Monster-Mahl, sondern eher halt was. Und wann ist das Monster-Mahl? Erster und oder zweiter. Ah, okay. Es gibt auch viele Familien, traditionellere Familien, die essen Schnittchen oder sowas an Heiligabend. Aber das hat sich ja inzwischen, macht das ja jeder, wie er lustig ist. So, mein Bruder ist, also mein reeller Bruder ist ganz doll gegen Kartoffelsalat und Würstchen. Das mag er gar nicht. Vorsicht, dass es jetzt Wind. Ach, der ist doch nicht so, wie ich dachte. Mächtig wütend. So. Deswegen wünscht er sich meistens Braten. Ich finde aber irgendwie Braten, das ist ein bisschen ähnlich immer. Deswegen habe ich mir gewünscht, dass wir Fondue essen und Raclette. Und wir machen es. Fondue und Raclette? Ja, weil die Hälfte der anwesenden Leute mag nicht so gern Raclette. Und die andere Hälfte nicht so gern Fondue. Ich habe noch nie Fondue gegessen. Und ich esse beides so gerne. Oh. Wieso hast du noch nie von Dügel gegessen? Ist nie zu gekommen. Jetzt wird zu krass ab eigentlich, ehrlich gesagt. Mit bei von Dügel? Ja, hier. Oben. Schnell auf den springen, töten. Was hier gibt. Nein! Der Wind! Hast du das? Das war nichts mit dem Wind. Doch, der Wind. Der hat mich davon abgehalten, so zu springen, wie ich wollte. Aber ich habe das Mittelfass ausgelöst. Das war ich. Wieso?
nein. Ich wollte das obere ausprobieren, weil ich Ideen des unteren, im unteren ist das Ende, das kann man nicht gebrauchen, deswegen wollte ich wissen, was im oberen ist. Na egal. Jetzt nicht. Oh, gerade noch gut. Warum denn nicht? Weil da muss bis der Wind kommen. Jetzt. Ach, da wäre noch ein Bonus-Ding gewesen, aber wieso haben wir den Schluss? Ach, weil ich das schon mal geholt habe. In meinem vorigen Durchgang habe ich dieses fast geholt, deswegen brauchen wir das jetzt nicht mehr. Ja, also, weiß ich nicht. Ich finde, Heiligabend sollte schon das geiles Essen geben. Kannst du versuchen, rüber zu floaten? Boah. Das war keine gute Idee mit dem Floaten. Ich meine, von hier jetzt rechts rüber, unter die Kugel. Verrückt. Jetzt floaten. Gut. Komm ich da längs? Aber ich bestehe jetzt nicht auf traditionelles Weihnachtsessen. Das muss halt einfach geil sein. Bald ist Weihnachten. Wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich schon vorbei. Schade. Müssen wir wieder warten, ein ganzes Jahr. Nein, egal. Was wird passiert? Der bringt dann die DK-Münze, wenn man gut ist. Hast du den nicht auch geholt? Nee. Was hätte ich denn da anders machen sollen? Ich bin im richtigen Moment und weit gesprungen, aber nicht weit genug. Ich bin tot. Ich finde ja, dass ich das bis dahin mit einem ratten Leben gesammelt ganz gut gemacht hatte. Ja, wow, fand ich auch. Eigentlich ist es auch schon fast am Ende. Eigentlich können wir jetzt fast das nächste Level machen. Es ist einfach nicht mein Spiel. Und ich würde mir wünschen, es hätte weniger Ideen. Kannst du es nachvollziehen? Weiß ich nicht. Das dürfte bitte drüber nachdenken. Das war. Der Baum vor meinem Küchenfenster hat Knospen. Ja, krass. Typ. Das ist echt krass. Ja. Das ist der 21.12. Himmelswellen. Ach, weißt du, was du da machen musst? Was denn? Du musst, glaube ich... Floaten. Ja, floaten wir auch schon gut. Das geht auch. Bleibt der Wind so? Ich glaube, ja. Das war eher gemein. Und wir sind durchs Ziel gekommen. Wir können jetzt einhören. Was ist los? Ach doch, nee. Wir sind ja gar nicht durchs Ziel gekommen. Ach Mann, musst du denn immer ehrlich sein? Ich freue mich schon auf Banjo. Das ist das beste Spiel, was wir hier spielen. Ja. Wobei, sind wir immer noch bei dem Müllschlucker eigentlich? Bei dem Müllschlucker? Ja. Das ist der Müllschlucker. Ach, der Vielfraß Mr. Weil. Fair. Das coolste Krokodil der Welt. Nee, das Unterwasser-Ding. Nein, wir haben doch den ganzen Sumpf gemacht. Ach, den Sumpf. Ach ja. Und dann müssen wir doch dieses Quiz da machen. Was? Nee, das ist kein Quiz. Was ist denn das für ein Spiel gewesen, wo wir... Ja, mit dem Krokodil, wo du die Yummies und die Grumpies fressen musst. Ach, die Farbe. Und das hast du geschafft. Hab ich nicht geschafft. Doch. Der hat mich doch totgebissen. Nein, und dann ja. Haben wir doch alles verloren. Aber du hast es trotzdem geschafft. Das war der krasse Scheiß. Und warum hat er uns dann totgebissen? Das weiß ich auch nicht. Er hat uns doch getötet. Krass. Alter. Das sind Moves. Das ist wie das war wirklich fies. Das war gemein. Jetzt haben wir es doch sozusagen. Ja, gehabt, wir haben es durchgespielt. Es geht weiter. Nach oben. Tada. Das kommt das leichteste Level. Och nein, nicht wieder Honig. Boah, sind es Honig. Honigfabrik, wir machen eine Pause.